Privet, meine Glühbirnen, und herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing. Und wie ihr vielleicht da gerade so wunderschön seht, ist heute ein ganz besonderer Tag. Wir haben nämlich Samstag und jeder weiß, was der zweite Samstag im April zu bedeuten hat. Nein, eigentlich nicht, aber das stand so auf dem Billboard. Angelturnier! Heute ist das Angelturnier. Ich habe keine Ahnung, wie das abläuft und wie das jetzt gemacht ist und was mich erwartet, aber ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Hallo, liebe Bewohner. Es ist Samstag, der 11. April 2020, 13.01 Uhr hier auf Gallifrey. Unglaublich, heute findet unser erstes Angelturnier hier auf Gallifrey statt. Das Turnier läuft noch bis 18 Uhr. Kommt einfach zum Pavillon auf dem Festplatz und macht mit. Und damit mache ich mich wieder dran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich hatte ein bisschen Panik, dass ich das Angelturnier verpasse, weil ich ein Langschläfer bin und irgendwie alle seit 9 Uhr schon aktiv am Angeln sind. Ich bin mal so gespannt, was... Okay, warum habe ich so viele Briefe? Du hast mir zuletzt sehr geholfen. Hier hast du als Dank 2 Schneiderei-Coupons. Du kannst sie in der Schneiderei für Teile im Wert von bis zu jeweils 3000 Sternchen tauschen. Achso, von Mina. Dafür, dass wir ihr unser Sportoutfit gezeigt haben. Hier ist ein Geschenk für dich, um dein gewachsenes Haus zu würdigen. Achso, stimmt ja, unser Haus wurde ja jetzt erweitert. Nichts ist wichtiger als ein schönes Badezimmer, in dem man sich so richtig entspannen kann. Wer sagt, dass ich ein Badezimmer will? Meine Tasche ist voll. Wer? Geht mir weg mit Badezimmern. Schon wieder hast du angebaut. Glückwunsch. Zusätzlicher Platz ist eine Spielwiese für alle, die gerne ein Haus einrichten. Um dich dabei zu inspirieren, schicke ich dir eine Kleinigkeit. Gruß, Bertha. Ah, danke, Bertha. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als die Blätter der Kirschblüten durch die Luft wirbeln zu sehen. Dein Papa schimpft natürlich wieder, weil er sie später zusammenkehren muss. Ja, das ist leider die traurige Nachricht für heute. Die Kirschblütenzeit ist vorbei. Es gibt keine Kirschblüten mehr. Das ist extrem schade. Es ist wirklich sehr, sehr schade und ich würde mir am liebsten wünschen, dass generell den gesamten Frühling über Kirschblüten sind. Aber man kann nicht alles haben, was? So, ich habe jetzt mal ein paar Sachen ins Lager gepackt und mich wieder umgezogen, sodass wir wieder ein wunderschönes Cowboy-Outfit haben. Oh yeah. Ich habe auch noch ein paar Blumen in meiner Tasche, die positioniere ich am besten irgendwie... Hier, in die Ecke. Den Zaun habt ihr gerade nicht gesehen. Da war nie ein Zaun. Nein, das ist alles ein Gerücht. So, kann ich die bitte hier so pflanzen, dass die irgendwie wild gewachsen aussehen und mich nicht in meiner Tasche nerven? Danke. Ah, das sieht doch schön aus. Könnte man glatt meinen, das wäre wild gewachsen und nicht hin positioniert. Hier, jetzt bitte. Hier, genau. Perfekt. Und mit dem Bambus, ja, das bleibt einfach mal in der Tasche. Ich bin jetzt aber gespannt, weil alle sind hier schon am Angeln. Das heißt, wir rüsten natürlich schon unsere Angel aus. Aber ich weiß noch nicht so recht. Ah, guck mal, du hast wahrscheinlich damit zu tun, oder? Du kleines Freundchen. Ja, wer ist bereit zum Angeln? Lomeus, der netzbekannte Angelguru, ist es auf jeden Fall. Und hoffentlich auch du, wer auch immer du bist. Ich biebere hier das große Angelturnier aus und du kannst es sicher kaum abwarten, auszuwerfen. Wann es losgeht? Du kannst sofort loslegen. Bis 18 Uhr läuft das Turnier noch, also nichts wie los. Die Regeln des Angelturniers sind leicht. Fange innerhalb von 3 Minuten so viel wie möglich. Je nach Erfolg ziehst du dir damit mehr oder weniger Punkte ans Land. Und wer genau genug Punkte hat, kann sie bei mir dagegen hochwertige Souvenirs eintauschen. Also los. Ach ja, dein Fang landet wie von Geisterhand hier bei mir in der Kühlbox. Du brauchst in deiner Tasche also keinen Platz für die glitschigen Schlingel einzukalkulieren. Brauchst du eine Angel und schon kann losgehen. Yo. Also, jetzt mal Butter bei die Fische. Nimmst du am Angelturnier teil oder nicht? Wenn du heute zum ersten Mal ins kalte Wasser springst, entfällt sogar die Teilnahmegebühr. Ja, ich will schon mitmachen, aber ich will mich erstmal vorbereiten. Ich will angeln und Köder und alles. Aber okay, ich mach mit. Yo, so muss das sein. Dann hast du ab jetzt genau... Scheiße, es beginnt direkt. Ich dachte, ich habe nochmal die Gelegenheit, nochmal was vorzubereiten. Ab 3 Fischen wirst du mit Bonuspunkten überschüttet. Also dann, angel frei. Yo. Nein! Ich Idiot! Erstmal den Fisch verjagen. Ich hätte mir Köder einpacken sollen. Warum hat mir denn niemand gesagt, dass man nur 3 Minuten hat? Ich dachte, das geht irgendwie den ganzen Tag oder ist ohne Zeitbegrenzung oder so. Hilfe! Fische, Fische, Fisch. Fische, Fische, Fisch. Ja, er hat. So, komm her, Fische, Fische, Fisch. Der erste Fisch ist gefangen. Eine Karausche. Okay,
Bloß nicht spenden, bloß nicht spenden. Ich hätte mir wirklich Köder einpacken sollen. Ah, ich bin so gestresst. Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, man kann ja danach nochmal teilnehmen und dann kostet es, glaube ich, 500 Sternis oder so. Teilzunehmen ist jetzt also auch nicht die Welt. Ich habe mich ein bisschen informiert gehabt über das Angelturnier. Nicht viel, aber ein wenig. As you. Scheiß Ding. Diese Badewanne war eine schlechte Idee. Das wusste ich schon immer. Komm, Fische, Fische, Fisch. Ah, Fische, Fische, Fisch. Kommchen, kommchen, komm. Kommchen, kommchen, kommchen. Ich glaube, so viel geangelt wie heute in dem Part haben wir nie. Sagte er beim zweiten Fisch. Nee, aber ich glaube, Angeln habe ich generell eher seltener gemacht gehabt in dem Let's Play. Habe ich eigentlich den Leuchtturm schon mal gezeigt? Ich weiß es nicht. Aber ich habe einen Leuchtturm. Da ist noch ein Fisch. Ich glaube, ich mache mir für die zweite Runde ganz, ganz viele Köder. Weil so geht es, glaube ich, am effektivsten. Ich habe auch gehört, man kriegt irgendwie Bonuspunkte, wenn man Freunde zu sich einlädt. Vielleicht gucke ich gleich mal, ob jemand bei mir vorbeikommen will. Oh, ein Seepferdchen. Das hatte ich noch gar nicht gefangen. Ich hoffe, wir kriegen die Fische danach und die bleiben nicht bei dem irgendwie oder so. Das wäre voll schade, wenn der alle Fische behalten würde. So, komm her. Gleich kriegen wir Bonuspunkte. Weil wir einen vierten Fisch gefangen haben. Oh yeah. Wir sind der Fischmaster. Ein Seebarsch. Es wäre halt ganz cool, wenn das Spiel nicht davon ausgehen würde, dass man Köder benutzt. Und dadurch halt Leuten, die wirklich so wie ich gerade einfach nur rumlaufen und nach Fischen suchen, die Möglichkeit geben, dass die auch wirklich viele Bonuspunkte kriegen können. Das wäre halt sehr nett von dem Spiel. Aber irgendwie bezweifle ich es. Irgendwie glaube ich, das Spiel geht von Ködern aus. So. Aber wie gesagt, keine Hektik. Das ist Animal Crossing. Und nicht... Ah! Und nicht Dark Souls. Das Spiel ist zur Entspannung gedacht. Und ich fühle mich entspannt. Fühle ich euch auch entspannt? Ich fühle mich so entspannt, ich möchte schreien. Ja. 5 Fische. Wir haben ganz viele Fische. Und ich glaube, das war es auch damit. Ich glaube, 6 Fische kriegen wir nicht. Aber 5 Fische sind für 3 Minuten doch schon mal gut. Ich habe 5. Die Runde des Angelturniers ist vorbei. Ja. Ich habe 5 Fische. Yo, wie ist es gelaufen? Hast du die Gewässer leergeräumt? Alles, was du in einer Runde des Turniers an Land ziehst, landet in der Kühlbox. Sieh mal nach. Ach, und solltest du nicht wissen, was du mit deinen Fischen anstellen sollst? Ich kaufe alles. Aber lass uns erst einmal ansehen, wie du in der letzten Runde so abgeschnitten hast. Also, in der Kühlbox sind insgesamt 5 Fische gewandert. Oh, und da es mindestens 3 sind, kommt ein Bonus oben drauf. Bam, 7 Punkte für dich. Selfie Time, yo. Okay, Lomeus. Die wandern dann mal direkt in einen Punktevorrat. Wenn du genug Punkte im Netz hast, kannst du sie gegen hochwertige Souvenirs einlösen. Nicht vergessen. Ah, okay. Also, die Runden addieren sich alle zusammen. Warte, ich guck mal in der Kühlbox nach und nimm mal das ganze Zeug mit. So, weil, obwohl Karausche, Makrele hatten wir schon, Seepferdchen hatten wir noch nicht, Seebarsch, Klische genauso. Okay, die können wir verkaufen. Aber das Seepferdchen kommt, das wollte ich gar nicht anklicken, aber das Seepferdchen kommt ins Museum. Weil das hatten wir garantiert noch nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern, jemals ein Pferd aus dem Wasser gezogen zu haben. Fischtastisch! Also, in deiner Kühlbox sind 4 Fische und zwar, ich sag mal, 1515 Sternis Flosse drauf, verkauft! Lieber Dank, damit wäre deine Kühlbox schön leer und bereit für die nächste Runde. So, jetzt will ich mal fragen. Andere Frage. Falls du empfangen loswerden möchtest, würde ich dafür glatt ein paar Sterne springen lassen. Punkte eintauschen. Wie viel kosten denn die Sachen eigentlich? Du besitzt 7 Punkte, du musst mindestens 10 Punkte haben, sonst gibt es keine Souvenirs für dich. So läuft's, yo. Okay, also, so läuft das mit dem Angelturnier. Man muss scheinbar so oder so mehr Runden spielen. Aber, ich habe gemerkt, Köder sind durchaus ein Vorteil, weil wir kriegen ja Bonuspunkte, wenn wir mehr Fische in einer Runde fangen. Das heißt, wir kriegen dadurch schneller Punkte. Oh, und unsere Hi-Fi-Anlage blockiert jetzt unseren neuen Raum, den wir jetzt hier haben. Ich habe auch, ich habe gestern nicht gespielt, wie ihr es gemerkt habt. Ich bin nur kurz rein, um meine täglichen Nook-Meilen zu holen.
Und vor allem war das auch so, dass Tom Nook mir dann erzählt hat, dass man irgendwie jetzt entscheiden kann, ob man das Haus vergrößert oder umgestaltet. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Das gucken wir uns mal gleich an. Jetzt, wo wir wissen, wie das Angelturnier abläuft. Dann kann ich mal gleich schauen, ob ich vielleicht irgendwen finde, der mit mir zusammen am Angelturnier teilnimmt. Weil das wäre eigentlich ganz cool. Aber erstmal natürlich unsere täglichen Nookmeilen. Das ist das Wichtigste am ganzen Tag. Das wissen wir doch alle. So, Eigenheimberatung. Was hat das jetzt mit dem Renovieren an sich? Was bedeutet Renovieren? Für 5000 Sternis können wir das Äußere deines Hauses anpassen. Wenn du jetzt einen Auftrag erteilst, ist morgen früh alles fertig. Bist du interessiert? Ja, gern, aber was genau macht ihr? Ausgezeichnet, dann zeige ich dir unseren Katalog und du suchst dir aus, was dir gefällt. Ah, guck mal. Man kann hier das Dach anpassen oder die Briefkästen. Man kann den Briefkasten anpassen. Wie cool ist das denn? Ich möchte so einen Standard-Rot-Briefkasten. Der erinnert mich so an Wild World. Den möchte ich haben. Ja, der ist schön. Das war nicht plus. So. Jawohl, in Auftrag geben. Interessante Wahl. Das macht dann bitte 5000 Sternis. Besten Dank. Ich kümmere mich darum, dass bis morgen früh alles erledigt ist. Ja, ich freue mich sehr, Tomluk. Ich freue mich sehr. So, gibt es hier irgendwas Interessantes? Gibt's sogar. Rostbauteile, Eisenerz. Wieder ein Karton. Es rappelt im Karton. Tong? Okay, ich höre auf. Bitte, bitte, don't judge me. Don't judge me, please. Ich habe ja Fische gefangen. Angellegende. Eine wahre Legende entgeht kein einziger Fisch. Und Angelturnier. Oh, dafür gibt es auch ganz viel Zeug. Wofür kriege ich das? Achso, dafür, dass ich daran teilnehme. Okay. Na dann. Ich dachte für irgendwie eine bestimmte Anzahl an Fischen, die man gefangen haben muss. Okay, ich habe mal auf Twitter angefragt bezüglich den Bonuspunkten. Und ich würde sagen, in der Zeit gucken wir mal, dass wir nach Ködern sammeln, suchen, was auch immer, aus unserem Inventar holen. Wir müssen ja, glaube ich, noch Köder im Lager haben. Und generell auch die ganzen Muscheln, mit denen man Köder macht und alles. Also ich kümmere mich mal um Köder, anders formuliert, bis sich irgendwer meldet und wir dann tolle Duo oder Triple oder was auch immer Angel-Action starten können. Ich hoffe, es meldet sich überhaupt jemand. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass die Leute einfach keinen Bock haben. Weil ich weiß halt nicht, ob sie auch. Oh, ich habe gerade die ganzen Items, die ich aus Platzgründen weggemacht habe, eingepackt. Okay, dann denken wir wahrscheinlich später irgendwann mal. So, wir hatten doch hier bestimmt noch Köder und diese Muscheln, die man braucht. Okay, zwei Köder haben wir. Das ist jetzt nicht die Welt. Aber Mu Muscheln auch. Haben wir keine Muscheln? Keine Teppichmuscheln. Haben wir die alle verkauft? Was? Das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass wir. Wir haben keine Teppichmuscheln mehr. Wie kann das sein? My life is a lie. Dann sammle ich mal Teppichmuscheln. Gute Nacht. Es ist so niedlich, wie alle hier in ihren Angeloutfits dastehen und angeln und. Ah! Es ist so cute! Selbst dieser Snob ist cute. Sternis. Warte, lassen die Sternibäume öfter Sternis fallen? Well, dann lohnt es sich echt stark, die zu pflanzen. Ich dachte, die lassen nur einmal Sternis fallen. Ups. Wo wir schon dabei sind, hier können wir dann einen neuen Sternibaum einpflanzen. Aber wenn man da wirklich immer Sternis rauskriegt, das ist es doch echt geil. Aber okay, ich weiß gerade nicht, in welchem Zyklus wir sind, wenn ich ehrlich bin. Obwohl, ich mache daraus ein Experiment. Komm, gib mir alle Sternis, die ich so groß habe. Also diese 43.000, die grabe ich mal ein. Und je nachdem, wie viel dann da rauskommt, weiß ich, in welchem Zyklus ich bin. So, das sollte ja passen. Und es kann doch nicht wahr sein, dass hier nirgendwo mehr Teppichmuscheln sind. Ich finde hier einfach gar keine. Also entweder bin ich komplett blind geworden. Oder zum Angelturnier sind die einfach verschwunden. Das wäre ja mega mies, wenn die das so gemacht hätten. Aber ich sehe keine. Normalerweise waren hier überall wasserspritzende Teppichmuscheln, aber. Ah, da ist eine. Na, endlich. Ich bin hier schon die ganze Zeit am Suchen und dachte schon, die wären komplett weg. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie die Rate verringert haben. Das wäre mega fies, aber ich kann es mir vorstellen. So, ich habe jetzt ein paar Köder hergestellt. Also,
Es müsste erstmal reichen mit 9 Stück. Zumindest für ein, zwei Runden sollte das passen. Obwohl, ich glaube, das passt so für eine Runde. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt bei der nächsten Runde mit. Ja, Angelturnier, ich will mitmachen. Gebieberbongt. Ab dem zweiten Durchgang kostet die Teilnahme allerdings 500 Sternis. Abgemacht. Yo, so muss das sein. Dann lass mal die 500 Sternis rüberschwappen. Dann hast du ab jetzt genau 3 Minuten zum Angeln. So. Dann begeben wir uns hier direkt zum Fluss. Und verscheuchen natürlich direkt den Fisch, weil wir so ein unfassbar talentierter Mensch sind. Ich bin doch am Gewässer. Spiel. Das ist ein geeignetes Gewässer. Ich bin hier direkt am Gewässer dran. Was war mit dem Spiel gerade los? Das wollte mich ärgern, oder? Ich glaube, das wollte mich echt einfach ärgern. Ich bin so schlecht im Angeln. Ich bin so ein richtig schlechter Animal Crossing-Angler. Es ist unfassbar. So. Ich glaube, der Fisch ignoriert mich einmal komplett. So. Der Rest, die ist gefangen. Wuhu! Einen Sonnenbarsch. Den hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. So, dann bitte hier noch einen Köder verstreuen. Warum auch immer der sich erstmal so geweigert hat. Ich stand direkt am Fluss, liebes Spiel. Ey, Fisch! So geht das aber nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Köderfische sind schwieriger zu fangen als die normalen Fische, ey. Willst du mich verdeppern? Komm. Fisch. Ich habe so das Gefühl, die Köder bringen kaum einen Vorteil. Also, ich habe nicht wirklich das Gefühl, mit Ködern kann ich wirklich viel reißen. Ich muss halt weniger suchen. Oh, perfekt. Das war gerade gut. Das war ein guter Move von dir, Viech. Mein kleines Viech. Und Sonnenbarsch, ein weiterer. Damit wären die Bonuspunkte schon mal sicher. Ich frage mich, ob es dann ab 6 Fischen oder so wieder einen Bonuspunkt gibt oder so. Oder ob die Bonuspunkte nur. Dreht er sich einfach um. Oder ob die Bonuspunkte einfach nur ab 3 Fischen sind. Aber nee, wir haben mit Ködern fast genauso viele Fische jetzt wie ohne Köder. Also ich glaube, die Köder haben sich echt nicht gelohnt. Vor allem, weil halt die Fische, also am Anfang, weil der Köder so rumgesponnen hat. Und vor allem, weil die Fische auch irgendwie sich alle gerne rumdrehen, wenn sie vom Köder gemacht sind. Ja, seht ihr? Die Fische drehen sich irgendwie alle immer einmal rum, wenn sie vom Köder aufgetaucht sind. Warum auch immer. Und da ist unser 5. Viech. Ich glaube, davor hatten wir auch 5 oder so. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt noch einen 6. hinkriegen. Ich glaube eher weniger. Ich glaube, dafür reicht einfach die Zeit nicht. Es reicht, wenn wir so werfen. Okay, das war ganz knapp. Ganz knapp hätten wir noch einen 6. Fisch gehabt. Aber nee, das mit den Ködern hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, to be honest. Obwohl, hätten wir am Anfang nicht die Probleme gehabt, hätten wir 6 Fische. Also wir hätten einen Fisch mehr. Wow. Jo, wie ist es gelaufen? Und, kriegen wir wieder 7 Punkte. So, bitte alles in die Kühltruhe. 7 Punkte. Okay, jetzt können wir auch nachgucken, was wir dafür kriegen. Aber erstmal müssen wir natürlich aus unserer Kühltruhe das alles rausnehmen. So, Sonnenbarsch hatten wir noch nicht. Döbel weiß ich nicht, ob wir den hatten. Und die anderen können wir ja verkaufen. So. Bitte verkauf. Wie viel kriege ich? 840 Sternis. Geht klar. Mehr als ich fürs Turnier bezahlt habe. Also, die Gebühren sind jetzt nicht wirklich hoch. Außer die werden immer höher. Das weiß ich ja nicht. So. Jetzt will ich aber wissen, was hat es mit diesen Souveniren auf sich? Kann ich auswählen, welche Souvenire ich möchte? Punkte eintauschen. Ich habe mehr als 10 Punkte. Dein Wunsch ist mir Befehl, yo. Okay, ich krieg einfach nur ein random Souvenir von ihm. Eine Original-Anker-Skulptur, exklusiv erhältlich bei Lomeos. Yo. Das Angelturnier läuft noch bis 18 Uhr. Fisch dich um den Verstand und angel dir Punkte. Okay. Ich informiere mich mal, wie es genau mit den Souveniren ist, ob man bestimmte Punktzahlen braucht oder ob man immer ab
10 Punkten irgendwas Zufälliges klickt und wenn, wie viele es dann gibt und... Wow. Sieht irgendwie cool aus. Ich mag das irgendwie. Ich glaube, das kommt an die Küste bei uns dran. Das packe ich irgendwann an die Küste. Aber jetzt mache ich erstmal mein Inventar wieder ein bisschen leerer. Und ja, bis gleich. So, es hat sich über Twitter immer noch niemand gemeldet. Die sind wahrscheinlich selber alle gerade damit beschäftigt, bei ihrer Insel das Angelturnier auszuleben. Das ist auch nichts Schlimmes, weil was ich jetzt mache, ich öffne jetzt einfach mal meine Tore. Das bedeutet, jeder, der meine Freundesliste hat, beziehungsweise in meiner Freundesliste ist, kann einfach zu mir auf die Insel kommen. Und ich hoffe einfach, dass das nicht mitten in den 3 Minuten passiert und ich dadurch die 3 Minuten verliere. Das wäre ungünstig. Aber ja, ich möchte Besuche empfangen. Vielleicht ist es sogar so, dass man während den 3 Minuten keine Besuche empfangen kann. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, was aber auch sehr positiv wäre. Aber ja, auf jeden Fall, ich öffne jetzt einfach die Tore, weil wenn jetzt jemand mitmachen will bei dem Angelturnier, Bonuspunkte schaden nie, auch wenn man, glaube ich, so recht gut Bonuspunkte rauskriegt. So, ich möchte niemanden einladen, ich möchte einfach nur Tore öffnen. Alles klar, ich öffne jetzt den Flugsteig. So, jetzt sind die Tore offen, jetzt können alle Leute, die wollen, vorbeikommen. Okay, ich habe mal nachgelesen, es gibt scheinbar 11 Gegenstände, die man von ihm bekommen kann und jeder kostet halt 10 Punkte. Aber irgendwie, wenn man 100 Punkte hat, gibt es irgendein Special. Ich weiß jetzt auch nicht, was genau. Das bedeutet, dass jetzt erstmal Fische fangen angesagt ist. Und zwar ziemlich viel. Und wir machen einfach mal noch eine Runde. Yo, was gibt's? Wenn es um Fragen zum Angelturnier geht, bin ich dein Biber. Ich will mitmachen. Gebiberbonkt. Ab dem 2. Durchgang kostet die Teilnahme allerdings, ja okay, abgemacht. Ich meine, Sternis haben wir genug. Damit kann ich leben. Vor allem, weil wir halt durch die ganzen Fische, die wir wieder verkaufen, mehr als genug reinkriegen. So, dann laufen wir einfach direkt nach da oben. Und verstreuen hier direkt den Köder. Hallo, lieber Köder. Liebe Fische. Liebe kleine Fische. Ja, die Fische, die vom Köder auftauchen, drehen sich einmal komplett in die andere Richtung rum. Jedes Mal. Das kannst du doch nicht bringen, Fisch. Jetzt will mich der Fisch aber verarschen, du. Ich dachte schon, der schwimmt weg. Und da habe ich einen weiteren Sonnenbarsch. Nein, nein. Gibt Spannenderes. So, wieder Köder. Warum? Ich stehe direkt am Gewässer. Willst du mich eigentlich verdeppern? Das Spiel kann das doch nicht ernst meinen, oder? So, der Fisch sollte sich eigentlich gleich rumdrehen. Ja. Das ist wirklich so. Die Fische drehen sich immer rum, wenn sie vom Köder kommen. Warum auch immer. Eine Bachschmerle, die hatten wir lange nicht mehr. So, letzter Köder. Aber die Köder haben eh nicht so viel gebracht. Also, die Köder sind halt wirklich... Oh, da ist noch ein Fisch, den ich sogar eher fangen kann, als den Fisch, den ich gerade geködert habe. Ich hoffe, mein anderer Fisch wird nicht von meinem Bewohner weggeschnappt. Ich glaube, das wäre zu fies, wenn das gehen würde. Ich glaube, das hätte zur Folge, dass ganz, ganz... Oh, Neonsammler, den hatten wir noch nicht. Ich glaube, das hätte zur Folge, dass ganz, ganz viele Bewohner einfach mal weggeschickt werden von der Insel. Generell hätten dann die Leute mit vielen Bewohnern auf der Insel einen Nachteil, wenn sie den Fische wegfangen könnten. Und das würde auch generell irgendwie keinen Spaß machen. So, dann gucken wir mal nach einem neuen Fisch. Ich finde es halt schade, dass die Rate nicht erhöht wurde. Weil, naja, wäre einfach nur schöner zum Fische fangen. Aber mein Gott, dann ist es halt so. Und der ist noch ein kleiner Fisch. Wahrscheinlich ein Seepferdchen. Seepferdchen! Seepferdchen! Ich muss das noch besser einschätzen lernen. Ich fische viel zu selten. Also ich habe schon ein paar Stunden... Nein! Was habe ich gemacht? Ich bin ein Idiot. Das ist mir ja noch nie passiert. Ich war wohl zu nervös. Beim ersten Mal passiert das häufiger, habe ich gehört. Also bitte. Das kann doch nicht sein. Warum haben wir so fischlose See? Weißt du, Köder bringen nicht so viel. Nein, nein. Animal Crossing be like, fuck you, du hast jetzt einfach keine Fische mehr. Nirgendwo. Ah, da ist einer. Aber den kriegen wir nicht mehr. Obwohl, doch, könnte hinkommen.
Wenn er jetzt anbeißen würde. Perfekt. Und damit hätten wir den fünften Fisch. Irgendwie sind fünf Fische so unser Goal. Aber ich glaube, den Rest des Angelturniers erledige ich mal einfach so offscreen. Weil sonst wird das hier, ich glaube mal, ein bisschen zu langweilig im Part. Ich sammle einfach mal genug, bis ich 100 Punkte habe und dann passt das schon. Also wir sehen uns wahrscheinlich so in 2 Stunden wieder. Was ich nicht alles für euch tue. Und damit... Oh, meine Stimme ändert sich ja die ganze Zeit. Liegt das vielleicht daran, weil Sandoran sich keine Stimmen merken kann? Vielleicht. Du hast beim Angelturnier jetzt insgesamt schon 100 Punkte verdient. Meine Bibernase wittert einen ganzen Ozean von Potenzial. Und ich habe einen Haar im Mund. Sammy, was machst du mal wieder? Du bist mein Held, ein Angeltitan. Dichte schon mal deinen Briefkasten ab, denn da trudelt bald was ein. Die wandern dann mal direkt in deinen Punktevorrat. Wenn du genug Punkte im Netz hast, kannst du sie gegen hochwertige Souvenirs einlösen. Nicht vergessen. So, und das machen wir dann auch erstmal, weil wir wollen natürlich erstmal alles verkaufen, was in der Kühlbox ist. Ich muss sagen, dieses Angelturnier tut nicht nur meinem Museum ziemlich gut, sondern auch meiner Geldbörse. Ich meine, ich habe jetzt 41.000 Sternis, wenn man bedenkt, dass ich mit 10.000 anfing und an sich eigentlich nur Minus machen sollte, theoretisch, mit Teilnahmegebühren. Ich glaube, das Geschäftsmodell von Lomios funktioniert nicht so ganz, aber sagen wir das mal nicht. Yo, die Nuke! Ich weiß übrigens nicht, wie man das aussprechen soll, deswegen überlese ich die ganze Zeit. Was gibt's? Wenn es um Fragen zum Angelturnier geht, bin ich dein Biber, mein Lieber. So, andere Frage. Ich möchte denn mein ganzes Zeug eintauschen, also meine ganzen Punkte. Ich korrigiere mal kurz meinen Stuhl. Das knarzt, nicht wundern. Mal sehen, du besitzt 92 Punkte. Dein Wunsch ist mir Befehl, yo. So. Eine Original-Anglertasche, exklusiv erhältlich bei Lomios, yo. Ein paar Pünktchen hättest du noch, ob ich dich da nicht mit noch ein paar weiteren Preisen ködern konnte? Ziehen wir es durch. Dein Wunsch ist mir Befehl, yo. Ein Original-Angler-Routenhalter, exklusiv erhältlich bei Lomios. Ein Original-Fischtürschild. Ein Original-Fischschirm. Ein Original-Dörrfisch. Ein Original-Fischstab. Ein Fischstab. Okay. Ich bin mal gespannt, was das ganze Zeug ist. Was gibt's jetzt noch? Ein Original-Fischabklatschdruck. Ein Original-Fischlein-Pochette. Ein Original-Aquatapete. Okay, das Angelturnier läuft noch bis 18 Uhr. Ich glaube, wir haben jetzt fast alle Sachen, die man haben kann. Ich glaube, uns fehlt auch nur noch ein Artikel. Aber wir gucken erstmal nach, was das jetzt alles für Zeug ist, was wir bekommen haben. Also, da wäre unser Angelroutenhalter. Wunderschön. Ein Fischtürschild. Warte, Tür dekorieren? Ach, so kriegt man also die Türen dekoriert. Komm. Wir können doch wahrscheinlich von unserem Service Center hier die Tür dekorieren, oder? Nein, nicht die Angel. Fischtürschild, Tür dekorieren. Achso, nur an der Haustür. Schade. Ich hatte ja gesehen, dass der eine seine Schneiderei dekoriert hatte und ich hatte die Hoffnung, dass das irgendwie bei allen Häusern geht, aber nö. Dann Tür dekorieren. Nice. Wir haben jetzt einen Fisch. Wir haben einen schönen Fisch. Wir sind jetzt Christen. Habe ich das ganze Zeug wieder aufgesammelt? Ja, habe ich. Oder? Oder steht das immer noch irgendwo random rum? Nee, okay, super. Dann, was haben wir noch hier? Der Stab interessiert mich vor allem. Fischstab. Ausrüsten? Du hast bisher keine Outfits gespeichert. What? What? What, what? Okay. Da muss ich mich erstmal drüber informieren, was das ist. Okay, Fischabklatschdruck können wir leider nicht aufstellen. Anglertasche tragen. Die sieht süß aus. Fischleinpochet. Oh, das ist noch niedlicher. Aquatapete haben wir noch. Ein Dörrfisch. Dörrfisch können wir platzieren. Oh, das will doch jeder in seiner Wohnung. Sieht das nicht gut aus? und ein Fischschirm.
Der ist sogar auch ganz süß. Aber nicht unser Style. Beides nicht. Warum kann ich den Schirm nicht... Achso, der Schirm ist ein Werkzeug, so gesehen. Dann gucken wir uns noch den Abklatschdruck an. Und ich glaube, der Stab, der Fischstab ist wie der Sternstab und man kann damit seine Outfits wechseln, was mich sehr glücklich macht, weil wir es ja bis heute nicht geschafft haben, einen Stab zu kriegen. So, an die Wand. Ah, so ein asiatisches Gemälde ist es. Okay. Ja. Was habe ich jetzt weggemacht? Ich glaube, meine Pflanze, oder? Ich kann nicht mehr reden. Gibt Besseres. Aber ja, ich glaube, am meisten hat es sich für den Fischstab gelohnt und vor allem fürs Museum. Ich guck mal nach, hatte ich hier irgendwas eingelagert an Fischen, die ich im Museum haben will? Ja, genau, das Seepferdchen. Das hier kann alles verkauft werden. Dann gehen wir mal kurz zum Museum rüber, geben die paar Fische ab und dann gucken wir uns auch das Museum an, wie das jetzt aussieht, dank dem ganzen Fisch-Event. Es ging doch schneller als erwartet, die 100 Punkte zusammenzukriegen. Obwohl, ich glaube, ich angel nochmal schnell mit euch zusammen die letzten Punkte für den letzten Gegenstand. Beziehungsweise, ich glaube, ich muss zweimal angeln gehen, je nachdem, wie viel ich fange. Weil mir fehlen noch 8 Punkte, dann müsste ich den letzten Gegenstand kriegen. Weil wir hatten ja gezählt, dass es 11 Gegenstände gibt. Und wir hatten jetzt insgesamt 10 bekommen. So, Angel her. Ich habe mittlerweile auch so eine kleine Route, wie ich angel. Also ich gehe hier meistens den Weg lang und suche einfach nach den Fischen. Also ich habe mir die Mühe mit den Ködern nicht gemacht, weil ich glaube, die Köder zu sammeln ist an sich anstrengender, als jetzt hier einfach nach den Fischen zu suchen und immer wieder neue Runden zu starten. Im Durchschnitt hatte ich halt auch immer 5 Fische pro Runde. Es gab manche Runden mit mehr, manche mit weniger. Und ich glaube, das ist eine Runde mit weniger als 5 Fischen, weil das jetzt arg lang gedauert hat, bis wir einen gefunden haben. Und wie ihr seht, ich bin immer noch nicht besser geworden im Angelauswerfen. Aber ich finde es halt cool, dass wir recht coole neue Fische fangen. Was ist das? Warum gibt es Eier? Das ist so eine Sache, die ist mir auch vorhin aufgefallen. Ich habe halt vorhin ein Ei gefangen. Warum gibt es immer noch Eier bei dem Angel-Event? Also ich meine, okay, die kommen jetzt nicht so häufig vor. Das ist jetzt nichts so Schlimmes. Aber das ist schon nervig, weil das nicht als Fisch zählt. Ich meine, guckt euch das mal an. Eine Minute ist vorbei und wir haben noch keinen Fisch. Das ist die schlechteste Runde bisher. Hier. Fische, Fisch. Ja, ignoriere den Köder einfach nur. Fische, Fisch. Komm her, Fische, Fisch. Oh ja, Spannung. Das nenne ich Spannung und Abenteuer. Wow. Noch 1,5 Minuten übrig und wir haben gerade mal einen Fisch. So schlecht war die Runde, glaube ich, noch nie. Danke an dich, liebes kleines Ei. So, das ist immer so das größte Problem, wenn da oben ein Fisch ist. Weil dann muss ich immer hier einmal rumlaufen. Meine Insel ist halt nicht am geeignetsten für dieses Angel-Event. Aber es passt schon. Echt, passt schon. Man braucht nur genug Geduld. Und ich meine, ich finde es eigentlich ganz süß gemacht, dass man im Endeffekt trotz Gebühren die ganze Zeit spielen kann. Also, du kannst halt so gesehen nicht ohne Sternis bleiben, außer du fängst halt in einer Runde keine Fische, aber da muss man schon arg schlecht sein, um ja, in die Lage zu kommen. So. Komm schön. Irgendwie ging es doch, dass man die Angel im Flug steuern konnte, aber ich krieg's irgendwie nicht mehr hin. Ich hatte in Erinnerung, dass das irgendwie mit dem Trigger ging. Trigger sage ich mit dem Joystick. Aber nö. Naja, wenigstens haben wir die 3 Fische für diese Runde gefangen, sodass wir unseren Bonuspunkt da kriegen. Beziehungsweise Bonuspunkte. Ich glaube, man kriegt ja 2 Punkte als Bonus, wenn man mehr als 3 hat. Beziehungsweise wenn man 3 hat. Und das müsste passen. Ja, den Fisch kriegen wir nicht mehr. Das ist auch so eine Sache, die ich rausgefunden habe. Wenn man den Fisch zwar schon gefangen hat, aber die Animation noch nicht zu Ende ist mit dem, dass man den Fisch halt rausholt, dann gilt es nicht als gefangen fürs Turnier. Also das ist recht mies eigentlich. So. Ich glaube, wir hatten eh keinen wertvollen Fisch, also wir gucken eben nochmal gleich in die Kühlbox, aber ich glaube, da war nichts Wertvolles dabei. So, 5 Punkte im Punktevorrat sind drin.
Das heißt, uns fehlen noch 3 Punkte. Bachschmerle, Döbel, Klisch. Ja, das heißt 3 Punkte, dann haben wir es. Das sollten wir jetzt in der nächsten Runde hinkriegen. Jo. Ich will die verkaufen, aber wie ihr seht, 3 Fische, 1350 Sterne ist einfach mehr als das Doppelte von den Anmeldegebühren. Also die Anmeldegebühren hätten auch problemlos doppelt so hoch sein können. Und man würde immer noch Plus machen, wenn man halbwegs gescheit angeln kann. Also ich glaube, das ist wirklich so ein rein symbolisches Gebührending. Also das schenkt den Spieler null ein und das finde ich halt bei Animal Crossing mal so schön. Animal Crossing ist halt so ein richtig reines Feel-Good-Spiel. Das ist so ein Spiel, wo du einfach Spaß haben sollst. Und ich mag halt auch die Community mega. Weil mein Problem ist, dass mir sehr viele Spiele dadurch kaputt gemacht werden, dass Menschen versuchen, alles tot zu optimieren. Dark Souls 3 war halt so ein super Beispiel. Ich meine, klar, ich mag Kommentare, YouTube-Kommentare und sowas, aber bei Dark Souls 3 war alles voll von Kommentaren, was ich alles falsch mache und wie schlecht ich bei gewissen Dingen sei. Und das hast du halt bei der Animal Crossing Community gar nicht. Weißt du, jemand kann nicht angeln? Ja, dann kann er halt nicht angeln. Dann ist er halt schlechter drin. Jemand macht irgendwas ineffizient? Dann ist es halt so. Oh, neuer Fisch. Neonsammler hatte ich noch nicht. Aber es ist halt nirgendwo so, dass die ganze Zeit Leute versuchen, dich tot zu optimieren. Weil das ist das, was ich überhaupt nicht leiden kann bei Spielen. Wenn wirklich alles optimiert werden muss, so alles muss perfekt sein, alles muss ausgerechnet werden. Ich meine, wem es Spaß macht, gerne. Aber das ist halt für mich kein Spaß an einem Spiel. Ich spiele ein Spiel, um Spaß zu haben. Und ja, nicht um es tot zu optimieren. Das mache ich in meinem Leben schon oft genug. Schlafrhythmus. aber nee. Deswegen mag ich die Animal Crossing Community sehr, weil ich habe da bisher nichts erlebt von wegen so, ja, das ist voll ineffizient, wie du deine Insel gestaltet hast und sowas, du spielst voll ineffizient, du hättest viel schneller jetzt schon Sternis machen können. Es ist eher so ein, ich habe mit Rüben Geld gemacht. Woohoo! Egal, ob es ineffizient war oder nicht. So, dann hast du halt die Rüben für 120 Sternis pro Rübe verkauft und nicht für 600 pro Rübe. Passiert. Ist so. Alle freuen sich mit dir dennoch. Und das ist so das, was mir an Animal Crossing, glaube ich, mit am meisten Spaß macht. Einfach dieses Gefühl, sich nicht totstressen zu müssen wegen jenem Mist. Und ich finde, so sollte es halt eigentlich bei jedem Spiel sein. League of Legends, auch so ein gutes Beispiel, warum ich das Spiel nicht so wirklich viel gespielt habe. Einfach nur, weil die Community, die will alles tot optimieren. Da wird einem von Anfang an vorgeschrieben, was man für Items kaufen darf und welche nicht, was man für Rollen erfüllen darf und welche nicht. Ich meine, okay, klar, es ist ein Teamspiel, klar, man will als Team gewinnen, aber wenn ich nun mal ohne Rang mit ein paar Randoms spiele, sorry, aber da könnt ihr nicht erwarten, dass die Leute alles totoptimiert spielen. Klar, Tipps und sowas sind gut, besser werden und sowas ist gut, aber Leute, man kann es auch übertreiben. Ein Spiel ist ein Spiel. Egal, ob es ein Weak Mindset ist, laut Ninja. Und wir haben 7 Fische gefangen. Das ist, glaube ich, mit die erfolgreichste Runde. Nice. Das heißt, die beiden Runden, die ich aufnehme, sind die erfolgreichste und die am wenigsten erfolgreichste Runde. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Wir könnten auch theoretisch hier so ein kleines Foto machen. Wenn wir schon hier dabei sind. Wenn dieses Schild weg wäre. Schade. Ich hatte gehofft, dass der sich mit uns freut, während das Schild da ist. Ah, wenigstens guckt er süß. Jo, das ist doch ein schönes Thumbnail. nehmen wir erstmal den seltenen Fisch raus, den wir da bekommen haben, den Neonsalmler. Döbel, Makrele, Silberbarsch. Okay, den Rest können wir verkaufen. Jo, wie ist es gelaufen? So. Dann bitte kauft mir alles ab. Ja, ja, ja. Ah, nee, warte, stimmt ja. Er gibt mir jetzt erstmal Punkte. 9 Punkte! Dann können wir gleich noch mehr Items eigentlich sammeln, aber ich glaube, wir haben jetzt alle Souvenirs. Zumindest habe ich halt im Internet nachgeguckt und es gab 11 Souvenirs und ich müsste jetzt 11 Stück haben. Aber erstmal verkaufen. 2200 Sternis, yes! So. Dann bitte auch noch meine Punkte eintauschen. Ich möchte meine Punkte einwechseln. Punkte eintauschen! Mal sehen, du besitzt 16 Punkte. Dein Wunsch ist mir Befehl. So, das müsste das letzte Item sein. Ein Original-Angler-Shirt. Perfekt. Jetzt müsste ich alles haben. Warte mal, heißt das, wenn... Okay, nee,
Das ist nicht das Shirt, was die anderen da tragen, weil dann wäre ich so gewesen, warte mal, heißt das, die haben schon ganz viel geangelt und sind immer noch am Angeln? Reden wir mal mit den Leuten. Ey, ihr Fischis, bald bin ich echt krass berühmt, jetzt könnt ihr noch schneller ein Selfie mit mir machen. Hey, ihr Fischlein, seid doch nicht so schüchtern, ich will doch nur ein bisschen mit euch spielen. Ey, Rex ist so creepy. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber Rex ist einfach nur creepy as fuck. So. Hey, Sandy, da bin ich. Wie versprochen, sind wir jetzt ganz offiziell Nachbarn. Stimmt, ich habe mit Herbert noch gar nicht geredet. Gallifrey ist jetzt meine neue Heimat. Wir beide werden hier sicher noch viel Spaß haben. Nein, Herbert, werden wir nicht. Zur Hantel, es will einfach kein Fisch anbeißen. Bleib mir weg, Herbert. Ich will dich nicht. Hass auf Herbert. Ich muss dir noch rausvoten. Das habe ich immer noch nicht gemacht. So, wo ist unsere kleine Nadine? Nadine müsste doch auch noch hier irgendwo fischen. Nadine! Nadinchen! Nadilein! Nadi Schnuckipup! Wo bist du? Am Meer fischen die, glaube ich, nicht. Nadi? Nadi Dadi? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich suche dich. Können die vielleicht auch oben fischen? Das kann ich mir... Oh, das sieht gerade recht cool aus mit dem Obstwald jetzt hier. Oh, das ist echt cool. Hey, und wir haben eine Brücke. Ach komm, das Geschenk können wir runterschießen. Es ist, wenn es schon hier so rumfliegt. Hier, gib mir ein Egg. Wow, meine Taschen sind voll. So viel dazu. Nadi? Nadilein? Okay, hier oben sind die scheinbar nicht. Dann sind die wahrscheinlich alle nur unten. Ah, Nadine, wo bist du denn jetzt wieder? Nie findet man dich, wenn man dich mal braucht. Langsam mache ich mir Sorgen um Nadine. Wo ist die denn hin? Nadine? Hallo? Ich meine, hier am Meer habe ich bisher niemanden fischen gesehen, deswegen schätze ich mal, sind die nicht am Meer. Aber wo ist denn Nadine hin? Ah, guck mal, hier ist Bertha, mit der haben wir auch noch nicht geredet. Ein guter Tag für ein Angelturnier, oder? Wenn du mitmachst, wünsche ich dir viel Erfolg. Ist Nadine vielleicht bei sich zu Hause? Ich erkunde gerade die Insel, Herbert. Ah ne, das war Herbert. Das müsste Nadine sein, oder? Sag nicht, Nadine ist zu Hause. Warum ist Nadine zu Hause? Beim Angelturnier. Nadine? Alles gut mit dir? Cool, dass du reinschaust. Mein Kühlschrank wurde schon von Twiggy geplündert. Aber wir können uns ja trotzdem eine nette Zeit machen. Kekekekeke. Nach dem Krach zu urteilen, ist das Angelturnier gerade draußen im vollen Gang. Kekeke. Falls du mit dem Gedankenspiel da mitzumachen, quatsch einfach Lomi aus auf dem Festplatz an. Hau rein. Warum machst du denn nicht mit, Nadine? Hast du heute quasi Wasser getrunken? Kekekekeke. Lass uns plaudern. Ganz schön ordentlich hier, was? Bei mir kam man vom Boden essen, da liegt kein einziges Staubkörnchen. Ho, oh, okay, Nadine doesn't give a fuck. Nadine hat einfach keinen Bock. Well, passiert. So, Nuckmeilen Plus. Was haben wir denn alles bekommen? Katalogstöberer. Weil wir Einrichtungsgegenstände geschenkt bekommen haben? Okay, danke, Spiel. Vielen Dank. So, aber da der Part sonst viel, viel zu lang wird, beende ich ihn auch hiermit. Ich wollte ja eigentlich noch ins Museum, aber ich glaube, das machen wir dann am morgigen Tag. Denn sonst, nee, das wird hier mir sonst hier zu viel und der Part wird zu lang. Und vor allem, wir wollen ja auch noch morgen was zu tun haben. Damit auf Wiedersehen, Leute, euer Sandoron.